In der Früh bei Familie Walser in Königsdorf. Die sechsjährige Katharina ist seit ihrer Geburt schwerstbehindert. Mutter Sonja versorgt sie rund um die Uhr. Unterstützt wird die Familie von Intensivpflegekräften, wenn sie welche findet. Die Katharina ist eigentlich schulpflichtig, ist ja 6 Jahre alt. Aber interessanterweise ist, wenn keine Intensivpflegerin da ist oder kein Intensivpfleger, dann kann die Katharina auch nicht in die Schule gehen. Gut, Sonja ist die engste Bezugsperson von Katharina. Noch mal kurz kuscheln, bevor der Tag losgeht. Oh. Heute kommt Pflegerin Astrid und übernimmt die Tagschicht und den Schulbesuch. Sie ist für alle Notfälle gewappnet. Wie geht's denn, Katharina? Gehen wir heute in die Schule? Wir brauchen auf alle Fälle die Notfallmedikamente dabei, falls irgendein Vorfall ist. Wir haben immer den Absauger mit dabei, wegen ihrem Schleimproblem. Und ansonsten fügen wir uns in den normalen Schulalltag. Maja und Joni erwarten Katharina bereits. Sie besuchen die gleiche Klasse in der Grundschule vor Ort. Intensivschwester Astrid kennt Katharina schon seit 5 Jahren. So lange ist sie bereits bei Familie Walser. Sie erlebt, wie gut der Schulbesuch klappt. Die Katharina genießt es jeden Tag, wo wir gehen können und dürfen. Und sie ist einfach ein Teil der Klasse. Also da wird nicht hinterfragt, egal was ich mit ihr machen muss, auch wenn es mal irgendwie brenzliger wird, dass ich sie absaugen muss oder so, sagt die Lehrerin kurz, das Geräusch kennen wir, da drehen wir uns erst gar nicht um. 2 Schulstunden ist Katharina gut aufgehoben. Ein Stückchen Normalität für die Familie. Zu Hause nutzt Mutter Sonja jede freie Sekunde für ihre Arbeit an der Hochschule Benedikt Beuern. Die studierte Sozialpädagogin schafft das nur mit der Unterstützung von Pflegekräften. Denn ihr Mann arbeitet im landwirtschaftlichen Betrieb. 400 Stunden Hilfe stehen ihr laut Krankenkasse im Monat zu. Dann bricht ihr von einem Tag auf den anderen einer ihrer 2 Pflegedienste weg, wegen Fachkräftemangel. Der Moment der Kündigung, der war also richtig heftig. Ich war allein mit der Katharina hier. Und dann hat mich die Chefin da angerufen und hat gesagt, sie sind jetzt da nicht mehr da. In dem Moment hat es mir einfach den Boden und den Füßen weggezogen. Weil eben dieser Zusammenbruch dessen, was uns zusammenhält, ja klar war, das kommt jetzt. Und ich wusste echt nicht weiter, weil klar ist, ich kann da nicht mehr auf die Arbeit, ich kann nicht in die Schule, ich kann nichts mehr mit dem Simon machen. Also wir sind praktisch, außer wenn der Papa da ist, der ja auch durch die Landwirtschaft sehr begrenzt ist an Zeit, was er hier ist, bin ich praktisch hier. Das Kinderpalliativteam in München ist in dieser akuten Notlage ihr erster Ansprechpartner. Hier sorgt das Team um Leiterin Monika Führer dafür, dass Kinder wie Katharina durch die richtige medizinische Versorgung mehr Lebensqualität erlangen. Der Mangel an Pflegekräften ist auch hier ein Problem. Die Schwierigkeit ist tatsächlich, Pflegende zu finden. Das hat auch mit Finanzierung zum Teil was zu tun, aber es hat einfach auch damit zu tun, dass wir gar nicht genug junge Menschen begeistern können für diesen Beruf und es zunehmend einfach fehlt an Pflegekräften. Wie kann Familie Walser derzeit unterstützt werden? Zusammen mit Psychologin Birger Gatzweiler sucht sie nach Lösungen. Denn die Familie ist wie viele andere in der häuslichen Pflege längst an ihrer Belastungsgrenze. Ich habe Frau Walser darauf angesprochen und sie hat gesagt, wenn es eine gute Alternative gäbe, wo mein Kind wirklich gut aufgehoben ist, wo es medizinisch sicher ist, wo es gefördert wird und wo es emotional so gut aufgehoben ist und ich trotzdem meine Mutterrolle weiter ausüben kann und wir hinkommen können, sie abholen können, dann wäre ich auch zu einem anderen Weg bereit. Aber wir haben diese Alternative nicht. Und unter diesen Voraussetzungen ist Katharina sicher zu Hause am allerbesten aufgehoben. Na, wie war's heute? Ganz gut. Ganz gut. Katharina und der größere Bruder Simon haben heute gleichzeitig Schulschluss. Der größte Wunsch der Familie ist, Katharina bei sich zu behalten und sie weiterhin zu Hause zu pflegen. Mit der Unterstützung von Pflegerinnen wie Astrid. Ein gemeinsames Essen in Ruhe ist selten. Heute hat auch Peter Walser Zeit, dazuzukommen. Und Simon kann von der Schule erzählen. Die Aufgaben sind im Haus streng verteilt. Alles, was mit Pflege zu tun hat, liegt in der Hand von Sonja Walser.
Auf die Pflegedienste alleine kann sie nicht mehr setzen. Sie muss selbst aktiv werden. Mit der Krankenkasse hat sie lange um ein sogenanntes persönliches Budget gerungen und dieses ausgehandelt. Nun ist sie auch Arbeitgeber. Ein Ausweg, der aber viel mehr Bürokratie bedeutet, um 280 Pflegestunden zu besetzen. Erstmal muss ich so richtig finden, das ist erstmal das Wichtigste. Dann muss ich mit ihnen erstmal gucken, passt es irgendwie in irgendeiner Form, passen wir zusammen, eine fachliche Einschätzung irgendwie herkriegen. Da muss ich erstmal wissen, welchen Arbeitsvertrag mache ich mit denen. Ich hatte ja keine Ahnung von Arbeitsrecht. Sonja Walser holt sich Hilfe bei einem Experten für das persönliche Budget. Doch kann sie bei dem derzeitigen Mangel überhaupt Pfleger anwerben? Axel Lankenau glaubt ja, weil diese Art der Pflege für Fachkräfte sehr attraktiv ist. Ich habe ein Kind zu versorgen und nicht 17 gleichzeitig. Und ja, da gibt es auch stressige Situationen, haben wir vorher gehört im Gespräch mit der Sonja. Aber es ist einfach was anderes, ob ich mich konzentrieren kann auf ein Kind und kann das wirklich pflegen und versorgen, statt ich renne einfach nur rum und habe Zeit für niemanden sozusagen. Mit ihren Augen kann Katharina ganz alleine diese Spiele steuern. Familie Walser möchte sie fördern. Das geht nur, wenn sie selbst nicht ständig überfordert ist und nicht alleingelassen wird mit dieser intensiven Pflege. Ja! Ihr Wunsch? Häusliche Pflege wieder attraktiver zu machen, damit es für beide Seiten passt, für Kranke und Fachkräfte.